Hey ho, willkommen zu The Legend of Zelda, A Link to the Past. So, wir sollten die Treppen hier runtergehen. Bringt ja gar nichts. Toll, das heißt, hier bin ich völlig umsonst. Vielleicht muss ich später hier nochmal hin. Ah. Das Peaks-Ding. So, runter, runter, runter. Das heißt, hier bin ich völlig fehl am Platz. Toll, war das Ganze umsonst. Ärgerlich. Und wo muss ich denn hin? Hier nochmal Herzen? Ne, leider nicht. Jo. Komplette Verwirrung. Das heißt, es muss noch mehr geben in diesem Schloss. Fragt sich nur was. Was finde, kann ich noch finden hier? Ah ne, ich muss hier lang. So, weg mit euch, weg mit euch. Na, kommt. Der Rote nervt. Immer dieser blöde Rote, weil der so lange braucht. Hallo? Sag mal, wie oft muss man den Roten schlagen? Geht doch. Komme ich hier überhaupt wieder weg? Klappt schon. Muss ja irgendwie gehen. Ah ne, den konnte ich schieben, ja. Das heißt, ich darf mir das ganze Schloss nochmal angucken. Na, das wäre ja toll. Was eigentlich, wenn ich sowas hier... Was ist das hier eigentlich? Sieht ja auch aus wie so eine rissige Wand. Die ist ja noch nicht eingebrochen. Okay. Krieg ich auf jeden Fall ein Signal, wenn ich sowas mache. Gut. Keine Ahnung, wo ich jetzt bin. Oh, da oben ist eine... Okay, man muss das also machen, um weiterzukommen. Interessant. Okay, hier ist was. Und was? Der große Schlüssel. Schön. Habe ich den also auch. Warum denn nicht? Kann alles nie schaden. Was würde eigentlich passieren, wenn ich jetzt hier runterhüpfe? Bin ich dann gefangen? Keine Ahnung. Ausprobieren. Ah. Keine Ahnung, wie ich euch erledigen soll. Okay. Hab irgendwas freigelegt. Ein kleiner Schlüssel. So, weg hier, weg hier, weg hier. Weg. So, wo bin ich? Hier. Ich glaube, aua. Ich glaube, hier hinten gab es auch nochmal irgendwo... Ja, also so eine Bruchstelle. Falls ja, dann komme ich vielleicht doch endlich mal in diesem Tempel weiter. Ja, da hinten ist nochmal eine Bruchstelle. Wenn das nicht immer so lecken würde, wäre das alles schön. So, mach auf. Gut. Gucken wir uns hier mal um. Nett. Wirklich sehr nett. Nein, zurück, zurück, zurück. Ne, hier bin ich falsch. Dann habe ich keine Ahnung. Irgendwo muss man ja noch was machen können. So, weg hier. Wieder nach oben. Aber ich habe den großen Schlüssel. Ich denke mal, ich werde wahrscheinlich noch ewig für diesen Palast hier brauchen. Könnte ich mir vorstellen. Also, gut bin ich dann auch nicht. So, na, wieder aufmachen. Und jetzt, keine Ahnung. Gehen wir wieder hier hoch. Irgendwas muss ich ja machen, ne? So, ein Herz wäre schön oder eine Fee. Wir bekommen nichts von beidem. Also weg hier. Was würde eigentlich passieren, wenn ich hier zum Beispiel runterhüpfe? Weil hier kann man ja runterhüpfen. Bin ich wieder hier. Hier war ich doch schon. Toll. Nein. Oh, hör auf zu lecken, Spiel, bitte. So, weg hier. Bin ich wieder hier. Schön. Dann weiß ich immer noch nicht wirklich, wohin. Ich weiß ja, dass ich einen großen Schlüssel habe, das ist toll. Aber wirklich bringt, tut er mir noch nichts. Nö, weiter suchen. Was anderes kann ich ja nicht machen. Ich muss weiter nach so brüchigen Stellen suchen. Ja. Vielleicht finden wir nochmal irgendwo eine. Ja genau, hier war ja definitiv eine, das weiß ich ja. So. Hier war, glaube ich, keine. Nee. Vielleicht dann oben. Kann er sein. Nee, dafür bin ich aber total falsch.
Ah, jetzt nerven die wieder. So, haut mal ab. Oh Gott. So, weg mit euch. So, genau, schwupp. Schwupp. So, jetzt hier wieder weg. Dann wieder auf die andere Seite. Ich werde da mal oben gucken, ob da noch irgendwo eine brüchige Stelle war. Es ist ja alles möglich. Ich weiß es ja nicht. So, weg hier. Genau, hier war ja nichts. Das hat nichts gebracht. Weil ich ja nur an den Ort gekommen, wo ich schon einmal war. Autschi. Ja, bin ich fast wieder runtergefallen. So, genau. Hier möchte ich mich nochmal umgucken. Da war nichts. Hier konnte ich hoch. Und genau, hier musste ich laufen. Ah ja. Weg, 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 weg. Hier war ich noch nicht drinne. Und ich habe auch schon die große Truhe beim Vorbeilaufen gesehen. Ah. Ah, verdammt, ich bin zu doof. Oh nein, ich sterbe gleich. Das ist natürlich nicht so schön. Gut, du bist weg. Hier geht's nicht weiter. Oh, schön, vorsichtig. Da ist was. Bomben. Auch nicht schlecht. Alter Falter, dieser Tempel, der macht mich aber auch kaputt irgendwie. So, schön vorsichtig hier. Okay, hier bin ich falsch. Da ist hier weiter. Nein, 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 nein. Wow, war knapp. Du bist tot. Da unten ist auch nochmal eine Truhe. Und hier finde ich eine kleine Schüssel. Nicht übel, nicht übel. Wäre schön, wenn man ein bisschen mehr Licht hätte. Okay, warte mal. Doch, da kann ich was aufspringen. So, mach. Aha. Und wo lande ich? Bei der großen Truhe. Was ist das? Du hast einen Hammer erhalten. Ramme damit hölzerne Pfähle ein und klopf auch mal auf andere Gegenstände. Ja, ein Hammer. Ich glaube, ich komme endlich voran. So, gibt's hier irgendwo vielleicht noch was? Oh, der ist ja so groß, der Raum hier. Vielleicht gibt's hier ja noch mehr. Vielleicht da oben irgendwo was? Kann das sein? Gucken wir jetzt einfach mal die Wand an hier. So, vorsichtig dran vorbei. Ne, hier ist nichts mehr. Der Raum ist nur dafür da, zu der großen Truhe zu kommen. Denke ich mal. Wissen tue ich es nicht. Aber ich vermute. Und eine Vermutung ist ja immer noch besser, als gar nichts zu wissen, ne? So, das heißt hier wieder schnell rüber. Ich denke mal, ich musste hier hin, glaube ich. Ne, hier bin ich total falsch. Okay. Ja, ja, hier geht's zum Endgegner. Das ist schon klar, aber da will ich eigentlich gar nicht hin. Okay. Ja, ja, das bringt nichts, dagegen zu laufen. Ah, der steht im Weg. So, weg. Ach, nö. Aber ich komme voran. So, und hier unten war was? Ah, ne, genau. Hä? Ah, hier ist jetzt noch was zu wegsprengen. Und, sieht's aus? Ah, ne, es ist nur ein schwarzes Loch. Also ohne Bedeutung. So, lauf. Gut, ich habe keinen Schaden genommen. Hurra. Okay. Ja, ich weiß, wo ich hin muss. So, das heißt, du musst verschwinden. Gut. Hier wieder rüber. Ich bräuchte dringend mal wieder Energie. Sonst bringt das alles nichts, was ich hier mache. So, genau, wieder hier. Wäre schön, wenn hier nochmal Herzen liegen könnten. Nein, leider nicht. Doch. Aha. Gut. Bin ich nochmal dem Tod von der Schippe gesprungen. So, den Felsen da, die olle Statue da oben wieder raufschieben. Und dann ist das alles wieder fein. So, wunderbar. Und hoch. Schneller, Link. Ah, jetzt kommt die wieder. Na gut, die habe ich jetzt schon so oft gemacht. Das sollte eigentlich keine große Problematik mehr darstellen. Auch der hier oben nicht. Genau. Genau. Ja, so langsam habe ich ihn begriffen. Okay. Ja, genau. Jetzt kommt das hier wieder. Ja. So. Warten, bis der Piekser wieder weg ist.
Und jetzt. Jetzt. Schneller, Link. Gut. Gut, benutzen wir mal unseren Hammer gleich. Wie sieht das aus? Ho. Gut. Das heißt, rein theoretisch müsste ich jetzt hier auch weiterkommen, oder? Ja. Der Fortschritt. Ah. Damit kann ich also auch die Dinger erledigen. Das ist wunderbar. Okay. Oh, bringt nix, oder? So, hau ab. Okay. Probieren. Ah, das macht Spaß. Oh, den Lukas. Okay. Hier brauche ich wieder Pfeile. Schwupp. Oh, voll daneben. Schwupp. Aha. Eine Bombe. Gut. Gut, dass ich noch einen kleinen Schlüssel habe, sonst wäre ich aufgeschmissen. Aber ich habe auch nicht mehr so viel Energie. Oh, warum müssen die Räume immer so dunkel sein? Hep. Gut. Die Stachis macht man hier, also in diesem Spiel mit dem Hammer kaputt. Auch gut zu wissen. So. Wow, hier sind aber viele Stachis. Das schaffe ich nicht mehr. Nein, ich bin gleich tot. So. Okay. Das geht also auch. Nein! Wo kommst du denn her? Gut, hier sind keine Stachis mehr. Aber Lex. Schön. Okay. Na, ich bin sowas von tot gleich. Okay. Wenn ich die beiden anmache, kriege ich dann vielleicht eine Fee? Nein. Schade. Toll. Ich werde, wenn ich da reinhüpfe, bin ich beim Endgegner und ich habe keine Energie mehr. Sag mal, krieg ich mal irgendeinen Stein weggeschoben? Ja. Verdammt. Nein, das war so, du hast von dumm. Game over. Kurz vorm Endgegner. Schön. Ah, gut. Ich weiß ja den Weg zu ihm jetzt. Ja, am besten das natürlich auch lebend schaffen, den Weg zu ihm. Wäre ja schon mal etwas. So, weg hier. So, hier wieder schnell hin. Okay, jetzt haben wir wieder den Quatsch hier. Mit den neuen Viechern. So. Ey, du warst doch schon fast tot. Klingt das eigentlich was? Nö. Oh, das ist doof. Das ist sowas von doof. Hä? Toll! Och, ne, jetzt stehen die auch schön da in der Ecke, ja. Dass man nichts machen kann. So, komm wieder her. So, stirb. Komm her. Und stirb. Gut. Ich muss sie da irgendwie wegkriegen. Das ist doch sonst unfair, ne? Ja, das ist sowas von unfair. Weil ich nichts machen könnte da. Kann ich die vielleicht mit dem Maistrahl irgendwas machen? Nein. Mit dem Bumerang auch nicht. Ich kann nichts machen. Ich muss Schaden nehmen. Ja. Das ist sowas von dumm. Ganz ehrlich. Das ist unfair. Einfach nur noch unfair. Weil ich kann hier nichts mehr machen. Nee. Dumm. Dumm gemacht vom Spiel. Wieder hoch. So, wir, die hängen da immer noch fest in der Ecke. Nee, ich kann hier endlich mal weg. Hey. Gut, Gott sei Dank. So, und weg mit dir. Stirb endlich. Eines grausamen, ekelhaften Todes. So. Meine Nase juckt. Nicht schön. So. Ein Herz. Oh Gott, ey. Wie lange hänge ich hier schon in diesem Tempel? Das ist ja Wahnsinn. Und das ist wahrscheinlich der... Ja, ich soll ja 7 nachfahren. Das heißt, das ist der erste von 7 Tempeln. Und ich bin jetzt, glaube ich, in den dritten oder vierten Part schon hier drinne. Und es wird ja noch ein Part, denke ich mal. Ich glaube kaum, dass ich den Endgegner gleich beim ersten Versuch schaffe. Versuchen tue ich's. Aber ich gehe nicht davon aus. Wenn ich bedenke, wie lange ich für Moldorm gebraucht habe. Gut, ich bin nicht Game Over gegangen. Doch, glaube doch. Ja, ich bin auch Game Over gegangen bei Moldorm. Aber hauptsächlich lag das ja auch daran, dass ich ja immer abgestürzt bin bei Moldorm. So. Wieder meine tollen Pfeile. So. Nee, das war noch nix. So. Nein, das war auch nix. Nein. Treffer 1. Wow. Das war fast dumm von mir. Treffer 2. So. Mindestens kriege ich den ein bisschen hin. So, mir fehlen nur 2 Herzen.
Jetzt kommt der Quatsch wieder. Da. Schwuppdi-schwupp. So, warten. Und laufen. Yay. So, haben wir schon mal wieder auswählen. Okay. Na, das wird dann Spaß. Oh, das wird ein Spaß. So. Ach, Mann. Ich vergesse es immer wieder, wenn ich mit dem Hammer nicht treffe, dass die dann wieder aufstehen. Da, sind weg. Ach nee. So. Wieder Pfeil und Bogen auswählen. So, schwuppdi-schwupp. Ja, eine Fee wäre schön. Eine Fee, bitte. Nein. Sofort den Hammer wieder auswählen. Okay. Genau. Und ich jetzt lieber so kaputt. Einen noch schönen Rubin. Einen einzigen nur. Okay, genau. Oh, zu dumm. Wenn hier einfach zu viele immer sind. Ja, ich schaff's nicht. Oh, unfair. Echt. Man kann's auch übertreiben, ne? Ja, ich schaff's nicht. Weil es einfach zu viele Gegner immer sind. Bin gleich wieder tot. Ja, lustig. So. Schön viele Rubine, die mir nichts bringen. Echt, Rubine bringen mir mal so gar nichts. Ja, genau, hier war das. Welcher war das nochmal? Weiß nicht der. Hä? Nee, dann war's der da oben. Ja. So, jetzt geht das nämlich wieder los hier. So. Nein! Zu dumm! Zu dumm! So, gut. Ja, Endgegner. Mit einem Herzen. Ja, das kann ja toll werden. Na, supi. Keine Ahnung, was ich machen soll gegen ihn. Ja, das bringt nichts. Kann ich damit was machen? Nö. Ich bin gleich tot. Tot! Schön. Gut, ich habe auch keine Lust jetzt noch weiter zu spielen. So. Ich würde sagen, im nächsten Part stehe ich vor der Tür des Endgegners. Ich möchte euch nicht nochmal den ganzen Weg zum Tempel zeigen. Ja, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.